Zum Abschluss der Sitzungswoche im Bundestag geht es noch einmal um zahlreiche strittige Themen. Darüber spreche ich nun mit CDU-Parteichef Friedrich Merz. Herr Merz, einen schönen guten Tag. Herr Merz, zu Beginn mal der Blick auf das TV-Duell gestern zwischen Ihrem Parteifreund Mario Vogt und AfD-Mann Björn Höcke. Wie ist Ihr Resümee? Es hat ja viel Kritik daran gegeben, dass Mario Vogt dieses Duell überhaupt gewollt hat. Ich muss sagen, es war richtig. Ich habe von Anfang an gesagt, es ist richtig, sich jetzt auch inhaltlich mit der AfD sehr viel stärker auseinanderzusetzen, als wir das bisher getan haben. Und Mario Vogt hat das gestern Abend sehr, sehr gut gemacht. Er hat wirklich klargestellt, wo hier die Gefährdung für unsere Demokratie, die Gefährdung für unsere Volkswirtschaft liegen, wenn Leute wie Höcke und andere in Deutschland noch mehr politischen Einfluss bekommen. Also es ist aus Ihrer Sicht auch aufgegangen, Herrn Höcke zu stellen? Das ist aus meiner Sicht voll und ganz aufgegangen. Er hat sich selbst auch ein Stück weit dekouvriert, entlarvt dabei, was diese Partei will. Das hat nichts mehr mit der Bundesrepublik Deutschland zu tun, so wie wir sie heute haben. Das geht gegen unsere Demokratie, das geht gegen die marktwirtschaftliche Ordnung unseres Landes, das geht gegen die Mitgliedschaft in der NATO und vor allem gegen die Mitgliedschaft in der Europäischen Union. Und ich glaube, jetzt sind auch die Unterschiede sehr deutlich geworden. Inwiefern ist das denn für die Zukunft ein sinnvoller Umgang mit der AfD, dass man die direkte Auseinandersetzung sucht, im Zweifel selbst mit Rechtsextremisten? Diese Auseinandersetzung, die müssen wir suchen. Und ich fordere auch alle anderen Parteien in Deutschland, die Sozialdemokraten, die Grünen, die FDP auf, es genauso zu machen wie wir. Hart in der Sache mit dieser Partei die Auseinandersetzung zu suchen. Diese Partei darf in Deutschland nicht noch mehr Einfluss bekommen. Wir gehen da voran, aber ich fordere andere auf, uns da zu folgen. Nur noch mal zu einem ganz anderen Thema, der Bezahlkarte, die ja heute auch im Bundestag debattiert wird. Lange hat es gedauert, jetzt soll sie kommen. Ende gut, alles gut? Naja, also es kommt jetzt endlich. Die Diskussion hat viel zu lange gedauert. Es gibt immer noch Grüne, die dagegen sind. Die Grünen im Europaparlament haben dagegen gestimmt, als die Abstimmung im Europaparlament in dieser Woche stattgefunden hat. Und das zeigt eben alles. Es gibt hier keinen Konsens in der Regierung. Es gibt mühevolle Kompromisse. Sie dauern alle furchtbar lange. Wir haben jetzt Mitte April. Das Ganze hätten wir schon im letzten Jahr haben können. Es wird ja auch um die Höhe der Bargeldauszahlungen debattiert. Inwiefern kann man es denn nicht den Bundesländern überlassen, dass die eben individuell darauf schauen, wie hoch die Bargeldauszahlungen sein sollten? Das wird nach dem Asylbewerberleistungsgesetz jetzt auch genauso sein. Die Bundesländer können das auch in gewissen Grenzen selbst entscheiden. Wichtig ist, dass wir hier nicht weitere Pull-Faktoren in Deutschland etablieren. Wir müssen die illegale Migration deutlich reduzieren. Und da ist das, was viele in der Koalition jetzt auch tun, nicht ausreichend. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Beispiel, dass jetzt jeder, der rechtskräftig abgeschoben werden soll und in Abschiebegewahrsam genommen wird, jetzt auf Betreiben der Grünen hin noch einmal einen Pflichtverteidiger an die Seite gestellt bekommt, der ihn auch vorwarnen kann, dass möglicherweise die Festnahme bevorsteht und die Aufnahme in eine Gewahrsamsanstalt. Konterkariert alle Bemühungen, auch des Bundeskanzlers. Wie hat er gesagt, jetzt zügig in großem Stil abschieben. Das findet in Deutschland nach wie vor nicht statt. Kommen wir nun zu einem ganz anderen Thema, das aber auch hitzig debattiert werden dürfte heute im Bundestag, das Selbstbestimmungsrecht. Die Ampelkoalition will es Transsexuellen erleichtern, ihren Vornamen und das Geschlecht zu ändern. Was stört Sie daran? Wir haben in Deutschland ein transsexuellen Recht gehabt. Es gibt durchaus da Bedarf, es noch einmal zu überprüfen und auch zu erleichtern für Menschen, die davon betroffen sind. Wir haben mit der Koalition eine intensive Diskussion über dieses Thema auch hier im Deutschen Bundestag gehabt. Wir haben einen großen Dissens, wenn es um Kinder geht. Hier kann das nicht einfach so stattfinden, wie die Koalition sich das vorstellt. Das wird gerade für Kinder keine gute Lösung sein. Für Erwachsene in Ordnung, das kann man so machen. Für Kinder ist es die falsche Lösung. Während wenige hundert Meter weiter vom Bundestag heute der Palästina-Kongress beginnt, ein Kongress, wo auch antisemitische Redner erwartet werden, geht es auch hier im Bundestag um Antisemitismus. Inwiefern braucht es dort strengere Regeln? Auch da gibt es ein monatelanges Ringen mit der Koalition und vor allem ein monatelanges Ringen innerhalb der Koalition. Die Koalition hat in 5 Monaten es nicht fertiggebracht,
einen aus der Koalition heraus gemeinsam formulierten Antrag in den Deutschen Bundestag einzubringen über Antisemitismus in Deutschland. Zur Erinnerung, die Anschläge in Israel sind am 7. Oktober 2023 gewesen. Das ist jetzt über ein halbes Jahr her. Wir haben jetzt gesagt, okay, wenn die Koalition sich nicht einigt, dann bringen wir eigene Anträge ein. Hier geht es um die Frage der Einbürgerung von Menschen, die sich klar gegen Israel und antisemitisch äußern. Es geht um die Frage, wie gehen wir mit den Kunst- und Kultureinrichtungen bis hin zu den Hochschulen mit Antisemitismus um. Und hier geht es auch ganz allgemein um die Frage, wie weit duldet dieses Land Antisemitismus? Und was hier an diesem Wochenende in Berlin stattfindet, zeigt, dass wir hier ein ernsthaftes Problem haben. Es gibt leider nicht nur einen eingewanderten Antisemitismus, es gibt Antisemitismus in unserer Gesellschaft. Und der ist einfach zu groß, der ist zu stark, der ist auch zu lautstark. Und dagegen müssen wir gemeinsam etwas unternehmen. Ich hätte mir gewünscht, dass die Koalition sich in der Lage gesehen hätte, das mit uns zusammen in den Deutschen Bundestag einzubringen. Nun ist die Tür nicht zu. Wir fangen heute mit der Debatte an durch unsere Anträge. Die gehen jetzt in die zuständigen Ausschüsse. Da gibt es immer noch die Möglichkeit, sich auch auf einen vernünftigen gemeinsamen Weg zu begeben. Setzt allerdings voraus, dass sich die Koalition untereinander einigt. Herr Merz, zum Schluss noch mal der Blick aufs Wochenende. Herr Bundeskanzler Scholz reist nach China. Welches Auftreten erwarten Sie dort vom Bundeskanzler? Der Bundeskanzler reist nach China mit einem vielstimmigen Chor von unterschiedlichen Meinungen seiner eigenen Koalition. Er hat in der Koalition aus SPD, FDP und Grünen hier keine gemeinsame Position, was die zukünftige Beziehungen zu China betrifft. Wir wollen uns hier nicht loslösen von China, aber wir müssen die Risiken verkleinern. Und es wäre gut, wenn der Bundeskanzler der chinesischen Staatsführung auch sehr klar und deutlich sagt, dass so wie sie zurzeit zum Beispiel im Bereich der Fahrzeugindustrie, zum Beispiel im Bereich der gesamten Umweltindustrie, Solarpaneele, Windräder, aufhört, in diesem Umfang zu subventionieren. China ist seit 2001 Mitglied der Welthandelsorganisation WTO. China hält sich nicht an die Regeln. Und das muss der Bundeskanzler da sehr klar und sehr deutlich zum Ausdruck bringen. Risiken abbauen heißt im Zweifel auch Wirtschaftsbeziehungen minimieren? Zumindest Risiken einzugrenzen. Noch einmal, wir sprechen ja von De-Risking und nicht von Decoupling, also Risiken verkleinern, aber nicht die Beziehungen abbrechen. China ist ein wichtiger Wirtschaftspartner für die deutsche Industrie. Das soll auch so bleiben. Allerdings, wir dürfen nicht den Fehler wiederholen, den wir mit Russland gemacht haben. Wir dürfen uns von China nicht zu abhängig machen. Herr Merz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.